Liebe Angehörige der FAU, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein heutiger Gast verbindet in seiner Forschung zwei Themenfelder, die auf den ersten Blick nicht so recht zusammenpassen. Die Kunstgeschichte mit der künstlichen Intelligenz. Und er erforscht dabei ganz spannende Fragen, wie beispielsweise, wie hat die Welt vor 400 Jahren gerochen? Professor Dr. Peter Bell ist an unserer FAU Professor für Digital Humanities mit dem Schwerpunkt Kunstgeschichte und mit ihm werde ich nun dieses Grenzgebiet erforschen. Lieber Herr Bell, ich grüße Sie sehr herzlich. Wie geht es Ihnen? Mir geht's gut. Ich hoffe Ihnen auch. Guten Morgen. Danke. Ja, guten Morgen. Eine Frage. Ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass Sie sich mit der Geruchsforschung beschäftigen und wie die Welt vor 400 Jahren gerochen haben. Wir wissen jetzt in Zeiten von Corona, dass der Geruchssinn ein sehr hohes Gut ist und mitunter auch durch so eine Krankheit gefährdet ist. Wie gehen Sie dieses Problem überhaupt an, die Gerüche vor 400 Jahren zu erforschen und wie kann man das erfassen? Ja, also das ist tatsächlich für mich auch ein neues Feld. Normalerweise liegt mir der Sehsinn natürlich auch deutlich näher. Aber die Geruchsforscher sind an uns herangetreten, weil natürlich der Geruch vor 400 Jahren bereits verflogen ist. Also das ist etwas, was wir nur indirekt über Spuren, über Quellen nachweisen können. Und dort schauen wir eben in den Bildern, wie diese Gerüche dargestellt worden sind. Wenn Sie sich zum Beispiel Blumenstillleben vorstellen oder auch Genreszenen, wo Menschen zusammenkommen, wird oft auf Gerüche hingewiesen. Und diese Hinweise, denen gehen wir eben nach. Und um das vielleicht zu beschreiben, wie das hier im Teil des EU-Projekts an der FAU funktioniert, sind wir da zusammen mit dem Informatiker Andreas Meyer, der Chemikerin Andrea Büttner und haben dadurch eben auch die Geruchsforschung im chemischen Sinn dabei. Ich hatte erwähnt, dass Sie Kunstgeschichte und künstliche Intelligenz miteinander verbinden. Wie sieht denn da Ihre Arbeit konkret aus? Ja, das geht über den Bereich der Bildverarbeitung, der Computer Vision, also dem künstlichen Sehen. Und das ermöglicht uns, oft sehr große Bildmengen zu durchsuchen und auch zu erschließen. Wir trainieren den Computer an auf das, was er sozusagen sehen will und können dadurch Kunstwerke vergleichen, überhaupt Bezüge herstellen, die vorher oft gar nicht hergestellt worden sind, weil der Computer natürlich sehr stark an visuellen Mustern, an dem, was er trainiert hat, festhalten kann und dabei durch seine hohe Rechenleistung 10.000, 100.000 oder auch Millionen Bilder durchsuchen kann. Das heißt also, weil Sie von Anlernen sprechen, dass der Computer nur das kann, was man ihm vorher beigebracht hat? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, das ist der Bereich des Machine Learnings. Also wir müssen Dinge trainieren. Sie wissen ja auch selbst sehr gut, dass der Computer da mittlerweile auch mehr in den Bereich des Assoziierens vielleicht kommt, wenn man das so vergleichen will. Also auch durchaus Dinge entdecken kann, die jetzt nicht nach einem sehr platten Schema erlernt worden sind, sondern die irgendwo auch im Bereich der Hypothese liegen können. Und trotzdem ist es so, dass wir natürlich definieren müssen, was auf den Bildern zu sehen ist und auch dort, und das ist jetzt wirklich das Spezifische, den Sprung zu diesen Kunstwerken zu schaffen, weil die gängigen Algorithmen in dem Feld natürlich an Fotografien der Gegenwart trainiert werden. Also wir müssen auch dem Computer beibringen, wie diese Repräsentationen, die von Menschen erschaffen wurden, eigentlich funktionieren, wie die eben zu sehen sind. Wenn Sie über die Verwendung großer Bilddatenmengen sprechen und dem Training, dann brauchen Sie doch auch sehr viele Menschen, die sich mit der Annotierung der Daten beschäftigen und die Sie beim Training der Algorithmen unterstützen. Wie sieht das in Ihrem Arbeitsalltag aus? Sind viele Studierende mit eingebunden? Ist das ein globales Netzwerk von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die daran arbeiten? Oder wie muss ich mir das in der täglichen Praxis vorstellen?
Ja, das ist tatsächlich auch ein Engpass. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben einige studentische Hilfskräfte, die uns da unterstützen, die in dem Sinn also auch schon Experten sind, Expertinnen sind in ihrem Gebiet. Wir haben auch sowas, was ich gerne Hund-Katze-Maus-Annotation nenne, also das, was eine größere Gruppe an Leuten ohne Expertise machen kann. Und hier wird natürlich auch Crowdsourcing interessant. Vielleicht gehe ich an dieser Stelle auf die Open Research Challenge ein, wo wir gerade über die Entwicklung eines Spiels Citizen Scientists oder auch einfach Interessierte an Kunst oder auch Leute, die einfach nur ein Spiel spielen wollen, anregen wollen, in unseren Bildern zu annotieren, weil diese Trainingsdaten sind wirklich sehr wichtig für uns. Nur eben damit eben große Teile dieses Materials schon irgendwie vorgesichtet zu haben, kann man dann eben noch größere Dinge verstehen und auch mit dieser Komplexität, die die künstlerischen Repräsentationen haben, klarzukommen. Ja, und in dieser Research Challenge soll eben eine Gruppe internationaler Studierenden ein Spiel entwickeln, was genau dazu anregen soll, sich diesen Kunstwerken zu nähern und gewisse Dinge für uns zu markieren. Das heißt, Sie wollen dann die Öffentlichkeit dazu motivieren, Sie bei Ihrer Forschungsarbeit zu unterstützen. Und wir sehen ja auch immer wieder, dass die Kunstbegeisterung in der Öffentlichkeit auch sehr, sehr groß ist und es viele Interessierte gibt, die hier sicher einen wichtigen Beitrag leisten können. Jetzt haben Sie es vorhin so formuliert, dass Sie die Bilder analysieren und vielleicht auch Zusammenhänge erkennen oder Details erkennen, die vorher so nicht bekannt waren. Kann man denn dann Ihre Wissenschaft als eine Art Hilfswissenschaft oder unterstützende Wissenschaft für die Kunstgeschichte verstehen? Ja, teils, teils würde ich sagen. Also einerseits ist sie eine Hilfswissenschaft in diesem vielleicht auch infrastrukturellen Sinn, dass wir Museen, Bildarchive und Bibliotheken unterstützen können, ihr Material besser zu erschließen. Es ist forschungsermöglichend dadurch, dass Leute ihre Corpora schneller zusammenstellen können, indem wir eine Suchmaschine zum Beispiel, eine Bildsuchmaschine bauen. Aber ich habe das auch mal so nach Clausewitz formuliert, digitale Kunstgeschichte ist die Kunstgeschichte mit anderen Mitteln, also die Fortsetzung der Kunstgeschichte mit anderen Mitteln. Also wir können auch ganz genuine Forschungsfragen weiter bearbeiten. Es ist einfach nur, dass man sich der technischen Mittel bedient und dadurch natürlich auf einer anderen Skala einsteigt. Also wir sprechen da oft auch von Distant Viewing, also dass man aus einer größeren Distanz Cluster erkennen kann, empirisch erarbeitet. Und damit doch ganz normal weiter Kunstgeschichte betreibt, aber eben mit technischen Mitteln. Aber heißt es, dass wir dann zukünftig unter Verwendung dieser technischen Hilfsmittel einen ganz anderen Blick auf die Kunst entwickeln und auch ermöglichen? Ja, meine Hoffnung ist, dass das ein globaler, diverserer Blick ist, obwohl Kunstgeschichte natürlich auch mit guten Gründen an Fallbeispielen arbeitet und eben exemplarisch Dinge entwickelt, hatte das auch immer viel mit Restriktionen zu tun. Also wie viel Abbildung darf ich benutzen? Wie viel kann ich überhaupt in der Dissertation an Objekten bearbeiten? Und das bricht jetzt so ein bisschen auf und ist auch eine Chance, den Kanon, der ja auch so ein bisschen von Trends abhängig ist von einem Bildungsbürgertum, was gewisse Werte auch in dieser Kunst sieht, dass das ein bisschen weggeht und dass wir vielleicht an den Rändern oder interkulturell Kunst dann wieder in den Blick bringen, einfach weil der Computer uns das vielleicht vorschlägt aufgrund von visuellen Ähnlichkeiten und weil er auch die Möglichkeit hat, mit diesen größeren Mengen jenseits dieser menschlichen Restriktionen umzugehen. Also das ist einerseits eine Möglichkeit des neuen Blicks darauf überhaupt, dieser stark visuelle Ansatz, weil wir sind ja auch bei der Kunstgeschichte sehr stark textorientiert, wir arbeiten viel mit Quellen und hier geht es wirklich mal sehr stark ums Bild. Und was das Neue ist, was wir auch in einem DFG-Projekt verfolgen, ist auch mit generativen Bildern zu arbeiten. Also inwieweit kann der Computer selbst Kunst erschaffen? Wie sieht die dann aus? Und wie
können wir mit diesem Blick, den der Computer eben durch dem, dass er selbst versucht, diese Kunst zu erzeugen, dann gewinnen über unsere Wahrnehmung, über die Wahrnehmung der Maschine und so weiter. Also das ist auch ein ganz interessantes Feld, in dem wir gerade experimentieren. Lassen Sie mich noch eine Frage zu einem Projekt stellen, das im Moment auch eine sehr große Aufmerksamkeit generiert, das EU-Projekt Time Machine. Da sind Sie ja einer der deutschen Wissenschaftler, die das ganz wesentlich mit bespielen, dieses Projekt und voranbringen. Was sind denn die Ziele der europäischen Zeitmaschine, die entwickelt werden soll? Ja, nicht nur der Name klingt sehr, sehr visionär, der ganze Ansatz ist sehr visionär und fast schon provokativ in dieser Idee, dass man im Grunde genommen so eine Art Mirror World, ein Digital Twin der Vergangenheit schaffen will. Gerne wird da auch der Begriff der 4D-Rekonstruktion, also dass man zu unterschiedlichen Zeitschnitten auf Europa blicken kann und dort im besten Fall dann noch mit Virtual und Augmented Reality sehen kann, was in dieser Epoche gewesen ist, wie es aussah, vielleicht auch wie es gerochen hat, aber natürlich auch ganz verdichtet im Sinne eines Semantic Webs, also mit den Daten. Ne? Wer hat in dieser Werkstatt gearbeitet? Wer hat in diesem Haus gewohnt? Und so weiter und so fort. Also auch hier die Idee, mit Big Data, mit Machine Learning an dieses kulturelle Erbe heranzugehen und es noch, dadurch nochmal auf ganz andere Art zu erschließen, zu sichern und im Grunde genommen in einer ganzen Pipeline bis hin zur Vermittlung, auch wieder zur Öffentlichkeit hin, dieses Wissen auch zu präsentieren in einer auch angenehmen und didaktisch guten Form. Das klingt sehr spannend, lieber Herr Bell. Ich habe viel dazugelernt, wie das Zusammenspiel zwischen künstlicher Intelligenz und der Kunstgeschichte ausschaut. Wir haben ja auch vor kurzem ein neues Department gegründet, Digital Humanities and Social Sciences. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die FAU auch mit Ihrer Unterstützung in diesem Bereich auch zukünftig von sich reden machen wird und auch wissenschaftliche Beiträge von großer Tragweite generieren wird. Ich danke für das sehr aufschlussreiche Gespräch. Ich habe zu danken.